Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter an der RS4 Limo. Mittlerweile, Motor läuft. Eigentlich habe ich im letzten Video gesagt, dass wir alles weitere auf dem Prüfstand machen. Jetzt wurde mir allerdings gesagt, nein Philipp, mach nicht auf dem Prüfstand weiter, sondern bleib an der Thematik mit der Ölerei dran, damit du auch jetzt am Ende alles richtig baust. So, weil im letzten Video habt ihr gesehen, dass auf einmal alles angefangen hat zu qualmen, aus dem Auspuff raus. Jetzt ist die Frage, woran lag es? Erste Thematik, die mir der Trockensumpfbauer dann gesagt hat, ist die Höhe des Tanks. Was haben wir anders gemacht zwischen Motor drin und Motor draußen? Der Motor dort ist deutlich tiefer als auf meinem Gestell. Das heißt, unsere Vermutung ist tatsächlich, dass wenn der Tank zu hoch ist, es komplett in den Motor reinläuft, wieder zurück. Also die Ölpumpe ist leider nicht, wie soll man sagen, dicht. Also es kann durch die Ölpumpe durch in den Motor laufen. Das heißt, mit der Zeit läuft es dann auch komplett im Rücklauf über den Turbolader wieder ins Abgasgehäuse rein. Das heißt, da steht dann so viel Öl drin, dass das so lange da drin stehen bleibt, bis es halt verbrennt. So, deswegen gucken wir jetzt als allererstes, damit wir uns hier nicht einen riesen Fehler einbauen, wie hoch ist der Tank eigentlich später im Auto. Ich hatte ja vor, den Tank hier hinterzustellen. So, da hinten sind ja noch die Gewinde dafür. Da würde der Tank dann ungefähr stehen auf einer Höhe von 60 cm. Hier haben wir jetzt gerade 65, 5 cm tiefer würde er kommen, definitiv, was schon mal nicht gut ist. Das heißt, wir müssen jetzt definitiv den Tank auf 65 cm stellen und dann das Ganze nochmal laufen lassen. Weil es gibt nach wie vor die zweite These, dass durch das Starten, ohne dass der Motor anspringt, wir so viel Öl in die Turbolader reingepumpt haben, weil sich die Welle nicht dreht. Wir haben ja im letzten Video gezeigt, beim Starten macht er schon 2,5 bar, das schafft die Originalölpumpe nicht. Das heißt, wenn dazu nicht die Welle dreht, kann die natürlich nicht abdichten, das ist eine dynamische Abdichtung. Das heißt, das Öl stand da schon die ganze Zeit jetzt drin. Es muss jetzt nur einmal heiß werden zum Verbrennen. Das heißt, wenn wir ihn gleich laufen lassen, müsste es irgendwann aufhören mit Qualm. Das heißt, wir müssen, bevor ich ihn wieder ausbaue und fertig mache, sicherstellen, dass die Höhe von diesen 65 cm passt. Das heißt, wir stellen den Behälter jetzt ein bisschen tiefer und lassen ihn nochmal laufen. Nächster Punkt, Thema Ölwechsel. Wir hatten ja nach wie vor das wirklich günstigste mineralische Öl drauf und das sieht mal extrem scheiße aus. Es sieht ein bisschen so aus, als wenn Wasser drin wäre, was ich jetzt nicht glaube. Der Trockensumpfbauer glaubt es auch nicht. Das ist mehr, ja, wie als wenn da ein bisschen Luft noch mit drin ist. Aber normalerweise sagt man immer, dass sich Luft wieder absetzt, weil ich wüsste nicht, wo Wasser herkommen könnte. Das heißt, wir machen jetzt mal einen Schritt besseres Öl drauf. Das ist das Öl, was ich normalerweise bei allen Motoren immer zum Einfahren nehme. Ein 20W50, auch nach wie vor mineralisch, aber halt definitiv schon mal ein bisschen besser als das. Das heißt, wir machen einfach mal einen Ölwechsel, einen neuen Filter, kippen das Öl rein und gucken mal, ob das nach kürzester Zeit auch wieder so bescheiden aussieht. Weil das wäre nicht gut. Öldruck ist voll da, dauerhaft 4 Bar, das sehe ich ja zum Glück in meiner Software. Und ich habe die Batterie vollgeladen, also dieses Mal sollte man mit einer guten Batterie ins Rennen gehen. Waren jetzt auch ein paar Tage Zeit. So, obligatorisch beim Ölwechsel, einmal hier ein bisschen Öl durchs Tuch laufen lassen. Kippen wir das hier mal weg und dann gucken wir mal, ob man hier irgendwas drauf sehen kann. Aber da ist wirklich gar nichts. Klar müsste man jetzt eigentlich das gesamte Öl durch ein Tuch laufen lassen, durch den Filter laufen lassen. Dann wären wir noch in 3 Jahren beschäftigt. Aber ich würde sagen, metallisch gesehen ist da definitiv rein gar nichts drin. Das heißt, neuer Ölfilter, neues Öl. Dann habe ich mir noch eine Spezialvariante für den Auspuff überlegt, aber das seht ihr gleich. Erstmal machen wir jetzt kurz einen Ölwechsel. Also das Öl sieht echt scheiße aus. Also da ist definitiv Wasser drin. Jetzt ist die Frage, wo kommt das Wasser her? Ich glaube nicht, dass es aus dem Motor kommt. Ich glaube, das ist noch irgendwas in Bezug auf Kondensat und Trockensumpf, weil man hat auch hier aus dem Behälter gesehen, dass da sprudelte förmlich das Wasser raus. Also ich bin leider doch der Meinung, dass es ein bisschen was mit Entlüftung des Tanks in Kombination, viele Kaltstarts, vielleicht die Position des Tanks, die Entlüftung des Tanks und so weiter ist. Und vielleicht einfach dieses Öl extrem gut Wasser aufnimmt, weil es halt mineralisch ist. Deswegen halten wir da erstmal den Ball flach, beobachten das aber auf jeden Fall, was da ist. Das Gute ist ja, sollte irgendwann mal der Öldruck abfallen, bumm, geht Motor sofort raus. Das ist schon mal das Gute. Ja, also das haben wir, Öl ist raus, dann müssen wir jetzt wieder das Prozedere machen, mit Öl einfüllen. Weiß gar nicht, so viel ist das gar nicht, was da jetzt rausgekommen ist, ne? Sind das 5 Liter? Ja, ich glaube, das täuscht, weil die Wanne so groß ist. Es könnte schon hinkommen, dass 5 sind. Ich glaube, viel mehr als 5 sind es nicht. Ich bin auch mal gespannt, wenn man dann später mal einen, wie man das überhaupt da alles rauskriegt, reinkriegt. Das waren ja erstmal 5 Liter.
Ja, es kommt mit der Menge, die eben drin war. Jetzt machen wir als erstes mal unseren Motor an. 13,3 Volt, da ist nochmal Saft da jetzt. Jetzt lasse ich ihn einfach mal kurz ein bisschen drehen und guck mal, was passiert in Bezug auf Öldruck. Saugt sich ganz gut Unterdruck rein da. Also er hat auf jeden Fall noch nicht so viel. Was sagt der Behälter denn? Hm? Aber es ist tatsächlich jetzt erst so, dass er gerade erst anfängt, Öldruck aufzubauen. So, jetzt sieht man hier 2,5 Bar. Da ist er gerade einmal hochgesprungen. Das heißt, da sind wir jetzt somit safe. Jetzt mache ich das nervige Piepse für euch aus. In der Zeit schieben wir die Batterie nochmal wieder voll. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Den Ölstand würde ich jetzt erstmal so lassen. Hier machen wir mal zu. So, jetzt kommen wir zum Thema Auspuff. Folgendes habe ich mir überlegt. Wir verkaufen ja diese Belüftungsschläuche. Sind zum Beispiel gedacht für Ansaugung, Bremsentlüftung und so weiter. Jetzt habe ich 9 Lieferanten. Und ich finde diese nochmal geiler. Ja. Irgendwie. Also die sind wirklich richtig, wenn man sich überlegt, 89er Rohr, wie flexibel die sind. Die sind natürlich vom Flow her so nicht perfekt, weil es innen diese Kanten gibt, aber lassen sich ultra geil verlegen. So, der Lieferant verspricht, die können 400 Grad. Das heißt, haltet euch fest, meine These zur Sekunde ist, wir schieben die auf die Downpipe drauf und gucken mal, ob wir alles nach draußen leiten können. So ist mein Plan. Total behindert, was wir hier machen. Welch seltener Anblick, es ist tatsächlich mal hell draußen. Viele auch erkannt haben, es war nicht mal Zeit zum Friseur zu gehen. So, dann haben wir hier noch so ein altes Reststück aus dem Lager, wo irgendwas beim Transport schon aufgefallen ist. Mal schieben wir jetzt beide irgendwie rein. Also wenn das funktioniert, dann weiß ich, wie die Leute demnächst ihre Hallen be- und entlüften werden. Vor allem wäre es auch für mich die Lösung, viel zu gut. Also klar, aber auch nichts vormachen. Kuhstand und so wird so nicht gehen. Nee, aber das dürfte jetzt auch mit der aktuellen Abgastemperatur so im Stand mit ein bisschen Gas geben funktionieren, ne? Boah, geht ja erstmal nur darum, dass wir das Auto überhaupt mal warm laufen lassen können, ne? Mhm. Also, Öl ist drauf, Wasser hat er auf. Ich würde sagen, wir können es angehen. Ja. Musstest du eigentlich schon tanken übers Wochenende? Ja, es verdunstet auch relativ schnell. Ach so. Das ist auch ein Problem bei Ethanol. Sekunden später. Chris hat nebenbei jetzt gerade schon ein bisschen wieder abgestimmt. Es war jetzt halt nun mal gerade mal der dritte Start. Deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank an Chris. Wenn ihr übrigens einen Job sucht, bei Chris, KKS Performance in Berlin, ist wieder eine Stelle für einen Kfz-Mechaniker, Mechatroniker, Mechatronikerin frei geworden.
auf jeden Fall extrem abwechslungsreicher Job, weil wenn ihr seht, was da alles rumsteht, werdet ihr niemals am nächsten Tag das gleiche machen. So wie kann ich euch versprechen. Also, ich mache euch hier einen Link einfach rein. Wenn ihr Bock habt, schreibt einfach eine Werbung hin. So, nur als kleiner Dank, weil Chris wirklich so viel mithilft. Wir sind jetzt immerhin so weit, dass das Auto ein bisschen besser läuft, aber wie ihr gesehen habt, alter Nebellock des Todes, unter dem Auto ist auch schon wieder eine Pfütze. Das heißt, wir haben es definitiv nicht behoben. Das heißt, wir müssen es leider nochmal laufen lassen. Dafür muss der Tank jetzt einfach mal auf den Boden, weil irgendwo muss diese Differenz zwischen ausgebaut und eingebaut herkommen. Kann nicht sein, dass es jetzt auf einmal so schnell hier raustropft. Ja, nee. Als nächstes Tank auf den Boden und nochmal testen. Aber erstmal lassen wir ihn hier kurz ein bisschen abkühlen und dann geht's mal von vorne los. Also, ich habe gerade meine Kerze rausgezogen, weil ich mal gucken wollte, ob er nicht im Brennraum auch nebelig ist, weil ihr seht selbst hier. Ich drehe die Kerze raus und es nebelt. Liegt definitiv nicht daran, die ist wirklich furztrocken. Sieht auch eigentlich gesund aus, deswegen, es wird einfach im Krümmeröl von Dola anstehen. Da müssen wir dranbleiben, weil es bringt uns nichts, das jetzt dann auf dem Motorenprüfstand zu klären. Und ich dann das gleiche im Auto auch wieder habe, dann kläre ich jetzt gerade lieber und später im Auto habe ich dann Ruhe. Also Tank auf dem Boden und nochmal wieder starten. Wir sind mittlerweile ein bisschen weiter im Versuchen. Ich habe den Rücklauf komplett am Tuola abgeschraubt und habe den Rücklauf mal wirklich in den Behälter gelegt. Druckloser kann der Rücklauf definitiv nicht sein. Fakt ist, sobald der Motor läuft, läuft das Öl aus den Turboladern raus. Wenn der Motor steht, egal auf welcher Höhe ich den Behälter packe, läuft es nicht raus. Also es hat definitiv was mit dem laufenden Motor zu tun. Ich habe geguckt, Ansaugung abgezogen, Lader drehen definitiv. Ich habe geguckt, wie weit kriege ich den Öldruck runtergedreht. Aktuell kriege ich den Öldruck auf jeden Fall nicht unter 2,5 Bar im Leerlauf. Aber dieser Punkt, dass das Öl nur rauskommt, wenn der Motor läuft, heißt, dass es nicht noch aktuell im Motor drin steht, sondern auf jeden Fall immer wieder nachkommt. Also letzter Versuch, der mir jetzt noch zur Sekunde einfällt, ist, das ist der Rücklauf, den wir aktuell dran haben. Das ist eine Originalflansch, den ich jetzt auch noch ein bisschen aufgesenkt habe. Da seht ihr schon, dass direkt ab Turbolader es auf jeden Fall deutlich größer ist. Ab Werk schon, das ist wirklich ab Werk hier. Ne? Da habe ich jetzt einen Dash 12 angeschweißt, das ist Dash 8. Wir gehen jetzt mit einer Dash 12 Leitung direkt auch wieder in den Tank und gucken einfach, ob es besser wird. Eine andere Wahl haben wir nicht. Also gute Nachricht ist, wie ihr hört, läuft er schon deutlich schöner. Ich habe jetzt eben gerade beim Warmstart mache ich immer zwei Sachen. Das ist einmal die, also es gibt eine Anfettung über Wassertemperatur übers Kennfeld. Und das tippe ich mir jedes Mal beim Kaltstart so weit zurecht, bis er einen relativ konstanten Lambda-Wert fährt, den ich fahren will. Genauso gibt es eine Idle Duty. Das heißt, das ist quasi die Last von der Drosselklappe, von der Regelung, vom Leerlauf. Und die muss man genauso über die Wassertemperatur auch anpassen, dass er schön diese 1500 hält, die er halten soll. Das hat jetzt schon ganz gut funktioniert. Aber wir haben jetzt ein ganz anderes Problem. Also A, ist schon wieder Öl unterm Auto, beide Seiten. Und es kommt kein bisschen Öl aus dem Rücklauf. Und ich höre sogar das Öl in dem Krümmer. Weil ihr habt es gerade gesehen, da kommt wirklich gar kein Öl raus. Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht mehr. Wieder einfach gar kein Öl mehr rauskommen können. Kannst du mir mal ein 12er Dash geben? Bitte schön. Wie das denn? Trocken oder was? Ja, also trocken nicht, aber es kommt doch nicht viel raus. Lader dreht ganz normal. Also hier ist es tröpfelt so ein bisschen. Also jetzt sieht man hier, also es kommt Öl, aber es läuft wirklich nur langsam raus. Als wenn es wirklich, ehrlich gesagt, gar nicht in Rücklauf läuft. Also sozusagen, dass es rauslaufen kann. Als wenn es im Turbolader, bin ich bescheuert, Alter, als wenn es im Turbolader vergleichbar anders hinläuft.
Als wenn es überall hinläuft, außer da, wo es hinlaufen soll. Also ich glaube, ich bin mit meinem Latein am Ende an der Stelle. Was geil ist, wie der Motor läuft. Was geil ist, dass er dicht ist, funktioniert, läuft. Wir kommen abstimmungsmäßig schon so weit. Also für mich ist immer das Wichtigste, bevor ich überhaupt einmal das Gaspedal nutze, muss der Motor von sich aus laufen. Und in die Richtung kommen wir langsam. Auspuff funktioniert so auch, das ist auch cool, aber Katastrophe. Wirklich Katastrophe, ich kann es nicht sagen. Öl ist im Lader da, es hat erst funktioniert. Ich habe das Auto bestimmt ausgebaut, eine Minute laufen lassen und jetzt läuft es da raus. Also gefühlt läuft weniger aus dem Rücklauf als in Krümmer und Lader rein. Ich kann aber nicht noch mehr wegbauen da unten, weil nur der Rücklauf dran ist wie ein offener Turbolader. Also das muss wie, ich weiß nicht, wie als wenn es im Lader schon irgendwie dran vorbeiläuft. Also ich befürchte, an der Stelle ist jetzt hier Ende im Gelände. Die Sachen, die ich gerne noch am Auto bauen würde, baue ich jetzt noch schnell. Dann kommt nächste Woche der Motor raus und schnell Turbolader ab. Das Gute ist, wir reden da von 2 Minuten. Ist ja nur eine Vorbandschelle. Ich habe noch kein Wasser an den Turboladern angeschlossen. Die sind eigentlich wasserumspült. Aber es kann unmöglich sein, dass von... der Motor hat ja noch nicht mal richtig Betriebstemperatur gehabt. Wir machen ihn ja vorher schon immer aus, dass da sowas schon gleich kaputt geht. Keine Ahnung. Vielleicht eine letzte Erklärung, die ich höchstens hätte, ist, dass die Trockensumpf so krass gesaugt hat, weil wir haben ja die Lader am Anfang abgesaugt, dass dabei als Beispiel der Kolbenring rausgezogen wurde. Das ist die letzte Erklärung, die ich darauf habe. Und jetzt einfach Welle, Passung, gar nichts mehr da ist und es einfach in den Lader reinläuft und gar nicht mehr an dem Hitzeschild zurück in den Rücklauf rein. Das ist so die letzte Erklärung, die ich dafür habe. Dass es dann gleich auf beiden Seiten passiert, ist halt schon krass. Deswegen alles Weitere ist jetzt wirklich an der Stelle, das bringt jetzt nichts. Wir haben uns so schon wieder Stunden Arbeit gemacht. Ist allerdings gut, dass wir weiter hinterhergegangen sind, weil es wäre ärgerlich gewesen, wenn es dann auf dem Motorenprüfstand so ist. Ja, mal gucken, welche Thematiken als nächstes kommen. Wir haben auf jeden Fall noch genug in petto mit Kardanwelle, mit ein bisschen Elektrik, dies, das, jenes und so weiter. Mal wieder ein Video, das nicht ganz so erfolgreich war, außer dass der Motor jetzt schön läuft. Ich finde es trotzdem geil, keine Späne im Öl. Das Öl wird auch immer besser. Also es liegt definitiv daran, das Öl sieht so katastrophal aus. Ethanol, Kaltstart, Trockensumpf und wenn man ihn dann nicht auf Betriebstemperatur kommen lässt. Also der muss richtig immer Temperatur haben, dann sieht das Öl danach auch wieder gut aus. Ja, so wie dazu. Schreibt gerne eure Meinung unten rein. Vielleicht habt ihr noch eine Idee, was es ist. Ich denke aber, wir haben wirklich alles gemacht, was man machen kann. Natürlich könnte man jetzt auch noch mit dem Zulauf spielen. Weniger Öl, mehr Öl, wie auch immer. Aber gleitgelagerte Turboladers kriegen nie einen Restriktor. Die kriegen immer volles Ballett. Wir haben die Leitung genauso gebaut wie Serie. Das heißt, der Durchmesser ist genauso wie Serie. Der Druck ist genauso wie Serie. Wir hatten jetzt 2,5 bar im Leerlauf. Das ist nicht zu viel. Bei kaltem Motor. Und es läuft so schnell da wieder raus. Nur bei Lauf. Guck mal, jetzt tropft zum Beispiel gar nichts nach. Jetzt tropft gar nichts nach. Das ist wirklich nur bei laufendem Motor. Was ein Zeichen ist, dass es nur, ja, keine Ahnung, ist auch egal. Ich lasse mir meine Motivation nicht nehmen. Wir machen weiter, aber an der Stelle ist erstmal Feierabend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.